Wow. Seht ihr das? Hört ihr das? Ha. Furchtbar. Die Wohnung ist leer. Hier waren überall mal Flaggen. Hier. Jetzt hängen hier nur noch die Flaggen. Da. Wohnung zu vermieten. Also auf der anderen Seite selbstverständlich. Steht da datenschutztechnisch irgendwas? Nee. So sieht das aus hier. Ja gut, die Kacke ist natürlich immer noch da. Freunde. Mal ein bisschen am Rädchen drehen hier. So. Ja. Gut, hier ist noch ein bisschen was. Da hängen noch Poster. Ne? Hier. So. Jimmy ist noch da. Ja, der Gas, die Zapfsäule ist noch da. Das ist ein Kaktus, falls man sich mal wehtun möchte. Elefantenfuß. Sir David Lynch. Und ja, ansonsten hier eigentlich nur schon alles umzugsbereit. Nicht wahr, mein Freund? Wie siehst du denn aus? Das war kein Fun hier. Kein Comedy-Horror. Horror-Comedy. So, Freunde. Gut, Küche, ne? Apropos Küche. Ja. So, guck mal. Das sind vielleicht die letzten Biere dieser Wohnung. Keine Ahnung, hier sind Duckstein. Und ein Meister and Friends. Und so ein Mönchshof. Das trinken wir uns gleich. Ne? Aber habt ihr ja gesehen, sonst hättet ihr ja nicht auf das Video geklickt. Ja. Nice. Sieht alles noch aus wie vorher. Wie aus dem 2 Millionen Abonnenten Special. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr euch ruhig mal eine Runde schämen gehen. Und zurück in die Hallo! In die Bude! Und erstmal eins zum Warmwerden. Oh, kein Problem. Mikrofon ein bisschen justieren. Ja, wie im letzten Video habe ich ja gesagt, mir wurde die komplette Ausrüstung geklaut. Das stimmt auch. Wir haben jetzt ein neues Mikrofon bei Eric und Frank TV. Das ist dieses hier. Na? So. Das ist die neuere Version von dem Mikrofon davor. Vom Zoom H2. Im letzten Video habe ich auch gesagt, dass dieses letzte Video das Abschlussvideo für die Wohnung hier ist. Ja, jetzt war ich eben im Trinkgut, hab Pfand weggebracht und hab mir von dem Pfand noch was Neues geholt. Ich kann ja dann nicht... Ein bisschen mehr YouTuber-Feeling? Bisschen mehr YouTuber-Feeling? Ja, bisschen mehr YouTube. Ich kann ja dann auch nicht ohne was, also ohne irgendwas aus dem Laden rausgehen. Jetzt haben wir das Mönchshof Manufaktur Zeuger. Zeuger. Ja, aus Klumbach, Bayern. Kennt ihr Klumbacher? Das ist das Bier mit dem lustigen Etikett. Fällt auf jeden Fall ins Auge. Also, ich weiß nicht, was das für eine Bierart ist, Zeuge. Und nicht wundern, wenn der Ton scheiße ist. Wie gesagt, die ganzen Flaggen sind hier ab, die ganzen Poster. Genau, Poster sind nämlich so schalldämmend. Aber die ganzen Flaggen sind ab, deshalb klingt das hier wie eine Halle. Egal. Das naturtrübe, bernsteinhelle Zeugel mit ausgeprägt weichem Malzkörper hat seinen Ursprung in der bayerischen Oberpfalz. Kalt vergoren und bei bis zu einem Grad kalt gelagert, wird es traditionell unfiltriert direkt aus dem Lagerkeller genossen. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Aha, Aroma Hopfen, Hallertauer, Perle und Saphir. Ach, krass, da ist auch noch guter Hopfen drin. Trinktemperatur 7 Grad, ja. Im letzten Video habe ich ja den Fehler gemacht und habe das Bier viel zu kalt getrunken. Das hier dürfte jetzt optimale Temperatur haben, vielleicht sogar zu viel. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe, 5,4% Volumenprozent Alkohol. Das Zeugel, Schutzmarke, rein damit. Jeez, das in Zeitlupe. Seid jetzt hier alles schmutzig? Scheiße. Das schmeißen wir raus. Oh.
ich das gewusst, ne, hätte ich mir mehr davon mitgebracht. Weil ich kann jetzt schon sagen, also nach 4 Jahren machen wir die Kacke ja jetzt schon. Nach 4 Jahren kannst du irgendwann echt von der Farbe sagen, ob dir ein Bier schmeckt oder nicht. Zumindest liegst du damit in 90% der Fälle richtig. Und das sieht echt gut aus. Perlig, sehr feinporig, sehr feinporig, sehr standhafter Schaum allerdings. Gefällt mir ganz gut. Riech mal dran. Ich riech gar nichts. Trink mal dran. Das war also kein Scheiß jetzt. Leichte Zitrus. Das war es aber auch schon. Da war Hefe drin, ne? Ich meine, ich hätte Hefe vorgelesen. Ja, schmeckt man. Ist aber lecker. Wie gesagt, ne? Aber ich hätte es jetzt viel intensiver erwartet noch. Das ist, lecker. Ihr kennt doch Malzbier, oder? Das hat was von Malzbier. Das schmeckt, es ist auf jeden Fall ganz leicht malzig. Ganz leicht fruchtig. Ein klein wenig herb. Also ich muss schon sagen, von allem etwas, aber nicht zu viel. Gut. Gute Mischung. Süffig. Oh, gefährliches Bier. Ach, weicher Malzkörper steht sogar drauf. Jetzt ist die Frage, habe ich das geschmeckt, weil ich so professionell bin? Oder weil ich das behalten habe vom Vorlesen? Weil ihr müsst wissen, beim Vorlesen merke ich mir das eigentlich nicht, was da steht. Ich lese einfach nur vor und dann stelle ich das weg und kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, was drauf stand. Hilft ungemein in der Schule, im Studium. Jetzt wisst ihr, warum ich nie studiert habe. Ja, ey. Und es ist so trüb. Es ist so trüb, dass er nicht mal fokussieren kann. So trüb ist das. Ein bisschen mehr YouTube-Licht. Ein bisschen mehr YouTube-Licht. Das nennt man übrigens Spitzlicht, wenn das von hinten kommt. Allerdings soll es dann von oben kommen, um die Person, die im Vordergrund sitzt, vom Hintergrund abzuheben. Allerdings habe ich kein Spitzlicht. Darum hier das YouTube-Licht. YouTube-Licht? Bisschen YouTube-Licht? So. Sorgt für... ja, sind wir jetzt, will ich jetzt Eric Frank TV erklären. Optischen Ausgleich im Bild. Wenn das Ding nämlich nicht da wäre... Scheiße, falsche Richtung. Fuck! Ja, so. Wäre es optisch unausgeglichen und das Bild wäre unerträglich, weil nur ich zu sehen wäre. Boah! Ja, rund von allem etwas. Malzig, hefig, frisch, fruchtig. Smakelig. Wir hatten ja eine Zeit lang Werbung auf unseren Videos und die ist auch immer noch da, aber YouTube erlaubt die nicht. Weil es in unseren Videos um Bier geht. Und das ist nicht erlaubt. Krass, oder? Fand ich schon schockierend. Ich meine, jetzt kann ich es ja sagen. Ich habe mit dem gesamten Kanal Eric und Frank TV bisher 7,86 Euro, 87 irgendwie so was verdient. Also so gerade ein Sixpack und vielleicht noch ein Lutscher dabei. Oder ein Eis. Krass, ey. Und reingesteckt habe ich in die Sendung bisher. Ja, liegt auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Also YouTube ist, muss man schon aus Leidenschaft machen, so. Und nicht des Geldes wegen. Dann lieber wegen des Geldes. Komm, mach aus. Mach aus. Mmh.